Metaverse ist in den Schlagzeilen. Was ist das? Muss man das wissen? Ist das wirklich die Zukunft oder einfach nur ein Trend? Kurz und knapp die Fakten. Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von Metaverse. Das Metaverse ist aktuell nur eine Theorie, eine Idee, nichts Konkretes. Und deshalb können alle möglichen Berater, Journalisten und Unternehmer allen möglichen Unsinn behaupten. Und einige tun das ja auch. Ja, immer wieder berichten Menschen, dass sie im Metaverse waren und was sie dort alles erlebt haben. Es gibt in der Tat einige Virtual Reality Anwendungen, auf die man über das Internet zugreifen kann. Niemand kann verbieten, solche einzelnen Angebote bereits Metaverse zu nennen. Aber eigentlich sind es Vorläufer, die vielleicht einmal in Richtung Metaverse weiterentwickelt werden. Für dieses Video schließe ich mich der Definition von Matthew Ball an. Metaverse ist, Zitat, ein massiv skaliertes und interoperables Netz von in Echtzeit gerenderten virtuellen 3D-Welten, die synchron und dauerhaft von einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Nutzern erlebt werden können, mit einem individuellen Gefühl der Präsenz und mit Kontinuität der Daten wie Identität, Geschichte, Berechtigungen, Objekte, Kommunikation und Zahlungen. Zitat Ende. Matthew Ball geht also von mehreren 3D-Welten aus, die vernetzt sind. Solche virtuellen Welten gibt es jetzt schon in Videospielen, aber noch nicht vernetzt und auch die meisten anderen Eigenschaften, die in der Definition aufgelistet sind, fehlen noch, sind aktuell häufig technisch noch gar nicht umsetzbar. Doch noch offen ist die Frage, wird es ein Metaverse geben, wovon Facebook spricht, oder mehrere Metaversen, wovon Microsoft, Robolex und auch Matthew Ball ausgehen. Es gibt beliebig viele Internetseiten und die meisten Internetseiten sind irgendwie verbunden. Ähnlich wird das Metaverse beliebig viele Welten haben und auch diese werden verknüpft sein. Im Metaverse können Kontakte geknüpft werden. So gesehen ist das Metaverse ein Netzwerk. Ein Netzwerk wird interessant, wenn sich dort viele Menschen treffen. Je größer ein Netzwerk, desto mehr Nutzen bietet es. E-Mail und WhatsApp waren auch erst interessant, als viele Menschen über E-Mail oder WhatsApp erreichbar waren. Wann solche Kommunikationswerkzeuge im Metaverse eine solche Größe erreichen, das bleibt abzuwarten. Für ein Metaverse braucht man verschiedene Techniken. Brillen und Eingabegeräte für die virtuelle Welt, schnelle Übermittlung riesiger Datenmengen, Speichern und Verarbeiten dieser Datenmengen, Ausgabegeräte für eine virtuelle Welt, Werkzeuge und Standards zum Programmieren, Anwendungen, die von vielen Menschen genutzt und bezahlt werden. Dazu rechtliche Regelungen, was im Metaverse möglich ist, wie zum Beispiel persönliche Identität, Berechtigungen im Metaverse geregelt sind. Wenn auch nur einer dieser Bereiche zu langsam entwickelt wird, dann entwickelt sich das ganze System auch nur ganz langsam. Dies ist ein Grund, warum Vorhersagen für das Metaverse so schwierig sind. Das Metaverse wird ein Wirtschaftsfaktor werden. Aber welche Unternehmen mit welchen Geschäftsmodellen dort erscheinen, das steht noch in den Sternen. Mein Eindruck ist, das Metaverse steht heute in seiner Entwicklung etwa da, wo das Internet in den 1990er Jahren stand. Damals, in den 1990er Jahren, da gab es noch kein YouTube, kein Facebook, kein Instagram und kein Twitter. Es könnte sein, dass die großen Spieler des künftigen Metaverse noch gar nicht gegründet wurden. Ein guter Indianer hat immer ein Ohr am Boden. In den nächsten Jahrzehnten wird das Metaverse für einige Überraschungen gut sein. Aber die aktuelle Bedeutung hält sich in Grenzen. Ein Auge auf die Entwicklung zu haben, ist sicher sinnvoll, aber ich rechne nicht damit, dass sich die Internetwelt morgen vollkommen ändert. Wer mehr über das Metaverse wissen will, dem sei das Buch von Matthew Ball empfohlen. Vielleicht ist es etwas akademisch, aber sehr solide gearbeitet, sehr abgewogen argumentiert. Ein ähnlich schwer zu greifendes Phänomen wie das Metaverse ist künstliche Intelligenz. Auch hier ist die Zukunft schwer einzuschätzen. Ein Versuch ist, aus der Zukunft der künstlichen Intelligenz Geschichten zu erzählen. Das Buch des ehemaligen Chefs von Google in China, Kai-Fu Lee, habe ich in einem eigenen Video besprochen. Das verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.